Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Bubble geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bubble hat man vielleicht schon mal in der Werbung gehört. Es ist ein Portal, auf dem man kostenpflichtig sämtliche Sprachen lernen kann, wie Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Man kann seine vorhandenen Sprachkenntnisse auch auffrischen oder vertiefen, indem man ein schwierigeres Niveau auswählt. Welche Sprachen angeboten werden, wie der Aufbau aussieht und wie ich persönlich damit lernen konnte, wird hier Thema sein. Fangen wir erst einmal mit einem kurzen Unternehmensporträt an. Bubble entstand 2007, als die Gründer Markus Witte und Thomas Hohl den Smartphone-Nutzern eine Möglichkeit geben wollten, eine Sprache über App zu erlernen, da es so etwas zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt gab. 2008 wurde dann die erste Version der Bubble-App veröffentlicht. Sie nutzte neue Technologien mit bewährten didaktischen Methoden, um eine Sprache zu lernen mit Hilfe der Muttersprache. Bubble gehört zu der Lesson 9 GmbH mit Sitz in Berlin. Zum heutigen Zeitpunkt haben bereits mehr als 100 professionelle Sprachwissenschaftler an dem Lehrmaterial für Bubble mitgewirkt. So sind bis heute ca. 8500 Stunden an Lehrmaterial entstanden. Das kommt sichtlich gut an bei den Menschen, denn bereits 1 Million Menschen lernen mit Bubble. Eine Umfrage in der Bubble-Community besagt, dass bereits 73% sich in der Lage fühlen, ein einfaches Gespräch zu führen, nachdem sie für 5 Stunden mit Bubble gelernt haben. Auf Bubble werden derzeit 14 Sprachen angeboten. Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Polnisch, Indonesisch, Norwegisch, Dänisch und Russisch. Die Besonderheit hier ist, dass man auch die Ausgangssprache verändern kann. Wer also gleich einen doppelten Lerneffekt haben möchte, der könnte als Ausgangssprache auch Englisch wählen und so eine dritte Sprache erlernen. Als Ausgangssprachen werden Deutsch, Amerikanisches und Britisches Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Schwedisch angeboten. Wer also eine dieser Sprachen schon beherrscht oder das die Muttersprache ist, der kann auf dieser Sprache eine der anderen 14 Sprachen erlernen. Die Sprachen werden dabei in unterschiedlichen Niveaustufen gelehrt, die sich an die europäischen Richtlinien halten. A1 und A2 sind Grundlagen, B1 und B2 entspricht der Mittelstufe und C1 und C2 der Oberstufe. Sprachen wie Dänisch, Indonesisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch werden nur als Anfängerkurs A1 angeboten. Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch und Türkisch bis A2. Französisch, Italienisch und Spanisch bis B2 und Englisch bis C1. Der Aufbau der Kurse ist so konzipiert, dass man Lektionen in nur 15 Minuten abschließen kann. So wollen die Entwickler die Leute vor allem motivieren, nicht gleich mit einem zu großen Zeitaufwand abschrecken. Eine Sprache besteht aus mehreren Kursen und diese wiederum sind aufgeteilt in Lektionen. Je nach Kurs gibt es mal mehr oder mal weniger Kurse. Ein Kurs behandelt zum Beispiel die Grammatik, wozu es verschiedene Lektionen gibt. Grundwortschatz, Grammatik, Zeitformen oder Konjugation. Alles ist vorhanden. Dazu gibt es dann noch bestimmte Themenbereiche, die wichtig sind für Alltagsgespräche. Hier werden Situationen simuliert, in die man tatsächlich geraten könnte. Es könnten Gespräche zum Thema Urlaub, Shopping oder einfacher Smalltalk sein. Der Lernfortschritt wird verzeichnet. Das heißt, wenn man sich das nächste Mal bei Bubble einloggt, kann man an der Stelle weitermachen, wo man aufgehört hat. Wie auch in der Schule vereint Bubble die wichtigsten Komponenten: Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen. Der Vokabeltrainer zielt darauf ab, Wörter zu erlernen und zu erinnern. Der Vokabeltrainer ist intelligent, denn er fügt automatisch neue Vokabeln hinzu, die man in den bearbeiteten Lektionen gelernt hat. So wiederholt man die Wörter, damit sie optimalerweise in den aktiven Wortschatz gelangen. Wenn es einige Vokabeln gibt, die einem immer wieder Probleme bereiten, so werden diese immer wieder drankommen. Neue Vokabeln werden dementsprechend oft wiederholt. Wenn man sie korrekt übersetzt, landen sie eine Stufe weiter nach hinten und kommen seltener vor. So geht es bis zur 6. Stufe. Wenn die Vokabel dort angekommen ist, sollte man keine Schwierigkeiten mehr haben, sich an dieses Wort zu erinnern. Man kann sich auch einige Vokabellisten anlegen mit Wörtern, die man außerhalb von Bubble lernt. Die Wörter werden einem natürlich immer korrekt vorgesagt, sodass man sie zu Hause nachsprechen kann. Für ein Aussprachetraining kommt die Spracherkennung zum Einsatz. Dafür ist ein Headset, also Kopfhörer mit Mikrofon, nötig. Eine Software überprüft und bewertet die Aussprache auf einer Skala von 0 bis 100. Bubble sagt, dass man ab 50 Punkten als international verständlich gilt. Man kann dabei einzelne Wörter oder ganze Sätze überprüfen lassen. Ein Sprecher spricht dafür die Wörter vor und darauf spricht man selbst nach. In Echtzeit erscheint dann das Ergebnis. Eine weitere Lernmethode ist das Lernen in der Bubble Community. Hier kann man Kontakt herstellen zu Muttersprachlern der Sprache, die man lernt. Von Muttersprachlern lässt es sich immer noch am besten lernen. Man kann aber auch zusammen mit einem Tandempartner eine Sprache bauen. Bubble kann man zu Hause am Rechner aufrufen oder über die App über Apple-Geräte oder Android-Geräte. So kann man unterwegs lernen, wenn man sonst nicht dazu kommt.
Mit der App hat man dabei vollen Zugriff, wie man es auch sonst vom Rechner aus hätte. Der Download der App ist kostenlos und man loggt sich mit seinem Bubble-Account einfach über das Smartphone ein. Es gibt 4 Abonnements. Die Nutzung von Bubble für einen Monat kostet 9,95 €. Das 3-Monats-Abo kostet 6,65 € im Monat, also insgesamt 19,95 €. Ein halbes Jahr Bubble kostet 33,30 €, was monatlich einem Betrag von 5,55 € entspricht. Ein Jahresabo liegt bei 59,40 €, also 4,95 € pro Monat. Ich habe nun 3 Monate lang mit Bubble gelernt. Ich wollte mein Französisch auffrischen, was ich damals in der Schule 2 Jahre lang gehabt habe. Die Lektionen sind abwechslungsreich gestaltet und ich hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen. Dadurch, dass man in 10 oder 15 Minuten durch ist, hat man auch nicht so viel zu verdauen. Das heißt, man ist von Anfang bis Ende mit voller Konzentration dabei und man nimmt alles auf. Natürlich ist es dabei auch noch hilfreich, dass man die Sprache nicht unter Zwang, sondern auf freiwilliger Basis lernt. Also für den Preis, finde ich, hat sich die Anmeldung bei Bubble gelohnt. Ich habe mein Französisch für den bevorstehenden Aufenthalt in Frankreich wieder auf aktuellen Stand gebracht und ich werde auf jeden Fall in der Lage sein, einfache Gespräche zu führen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.